Nach der U20-WM steht bei uns Erik Eresturi vom Team Ungarn. Erik, ihr habt gestern nach einem spannenden Spiel, nach einem Penaltyschießen, 2 Punkte, seid ihr gut in das Turnier gestartet. Heute hat es nicht so ganz geklappt. Woran hat es gelegen? Ich glaube, wir haben stark angefangen heute. Wir hatten ein paar schlechte Wechsel. Am Anfang waren wir noch gut, da hatten wir 2-0 Führung. Dann leider hatten wir 2-3 schlechte Wechsel, da hatten wir schnell 2 Tore gekriegt. Danach, sag ich mal, Coach hat uns gesagt, wir sollen ein bisschen ruhiger sein, ein bisschen ruhiger spielen, den System halten. Und ich hatte das Gefühl, dass das Mannschaft war einfach nicht topfit. Natürlich haben wir erwartet, dass wir heute auch gewinnen. Seit ich in der Nationalmannschaft spiele, waren wir jetzt seit 3 Weltmeisterschaften ungeschlagen. Und die Mannschaft ist ein bisschen schockiert. Wir müssen das halt jetzt vergessen und auf dem nächsten Spieler konzentrieren. Du bist ja der Einzige, der in Deutschland spielt. Ihr habt noch 3-4 andere, die im Ausland spielen. Wie werdet ihr so in die Mannschaft aufgenommen? Wir sind eingeladen zu dem Trainingslagern und da können wir uns zeigen, was wir halt da bei uns in der Clubmannschaft machen. Hauptsache, dass wir den System lernen, was wir hier bei der Nationalmannschaft machen und was müssen wir einzuhalten. Und dann meistens ist es so, dass die im Ausland spielen, sind halt in einer Reihe. Ich spiele zum Beispiel einen Spieler, der aus Ungarn ist, unser Mittelstürmer, Kocsis Ferenc, der spielt fast als Profi. Und mein anderer Außenstürmer spielt in Schweden Junior-Top-Liga. Die Fans werfen nach dem Spiel immer Schokolade oder was aufs Eis. Ist das hier üblich? Ja, das ist bei uns ganz normal. Wenn wir immer gewonnen haben, dann hatten wir irgendwas Schokolade gekriegt oder irgendwas Süßigkeiten. Das ist bei uns so. Die Fans sind echt super hier in Ungarn. Wie gestern, auch heute waren sie ein bisschen weniger. Heute ist halt kein Feiertag. Aber trotzdem, die Fans unterstützen uns immer sehr, sehr. Und das hilft uns auch. Ist das für euch ein Vorteil, dass es hier im Heimatland stattfindet? Bisher hatte ich immer, letztes Jahr war auch das WM in Ungarn, dieses Jahr auch. Manche haben ein bisschen Angst oder sind nervöser, weil wegen die vielen Zuschauer. Für mich ist das eher ein Vorteil, finde ich. Was erwartet ihr euch noch? Was erhofft ihr euch hier vom weiteren Verlauf des Turnieres? Wir erhoffen natürlich, dass wir jetzt alle Spiele noch gewinnen gegen Ukraine, Kasachstan und Japan. Ich kenne die Mannschaft nicht so gut, wie ich jetzt in den 2 Tagen gesehen habe. Kasachstan wird echt schwierig sein. Die sehen echt stark aus. Die waren schnell, spielen hart, schießen viel. Japan und Ukraine ist eher schlagbar. Ihr habt jetzt morgen, also alle haben jetzt morgen einen Tag frei. Kommt euch hoffentlich oder wahrscheinlich entgegen. Ihr habt ja einen sehr kraftraubenden Spielstil, ne? Ihr spielt sehr schnell. Ja, morgen haben wir einen Tag frei jetzt. Das heißt, wir haben halt kein Spiel, sondern nur 50 Minuten lang Training. Und unser Coach hat jetzt gesagt, wir werden in den System auch noch einmal durchgehen. Der zeigt uns, wir haben immer Videoanalyse. Der zeigt uns, was wir falsch gemacht haben oder wir gucken die Tore zurück, wie die passierten, und dann werden wir wahrscheinlich das korrigieren. Ins Schwimmbad gehen, ein bisschen relaxen, ja? Ja, und irgendwas Teambuilding haben wir dann immer. Wir machen irgendwas zusammen, das machen die Coaches, denken irgendwas aus und dann gehen wir irgendwo hin, so ein bisschen Spaß haben. Dann euch weiter viel Glück. Vielen Dank, Erik Eresturi. Danke.